Moin zusammen. Ich würde sagen, in einer Sache sind wir uns alle einig, nämlich, dass ein Orgasmus wunderbar ist. Ein berauschendes Fest für die Sinne, für den Körper und jeder genießt es. Doch die Frage ist, warum sollen wir diesen Höhepunkt der Sinne nur einmal innerhalb kürzester Zeit erleben dürfen? Ihr merkt, es ist ein spannendes Thema, über das es viel zu erzählen gibt. Es geht nämlich um multiple Orgasmen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wir Frauen haben das Glück, auch ohne Training diese multiplen Orgasmen öfters erleben zu dürfen, aber auch die Männer sind dazu imstande mit etwas Training. Fangen wir aber erstmal von vorne an, nämlich bei dem weiblichen Orgasmus. Vorab können wir sagen, es gibt nicht einfach den Orgasmus, sondern der unterscheidet sich von Frau zu Frau. Grundsätzlich können wir den Orgasmus von uns Frauen aber in zwei unterschiedliche Typen einteilen. Als erstes gibt es den Peak-Typ. Frauen des Peak-Typs erleben einen stetigen Anstieg der Lust und Erregung bis hin zu einem fulminanten Höhepunkt, also dem Peak. Danach fällt die Lustkurve aber jedoch schnell wieder. Dann gibt es noch den Plateau-Typ. Frauen des Plateau-Typs erleben den Orgasmus zwar auch intensiv, aber die Höhepunkte kommen eher wellenartig und nicht so explosionsartig. Jedoch fällt hier die Lustkurve nicht so schnell wieder ab, sondern bleibt etwas stetig. Du wirst dich als Frau vermutlich in einem von diesen beiden Typen wiederfinden, vielleicht aber auch in beiden ein wenig. Das kann ganz stark auch vom Partner variieren, von der Situation, von der allgemeinen Erregung. Und auch die Berührung können unterschiedliche Orgasmen auswirken. Was passiert nun also chemisch bei uns im Körper? Auch das ist natürlich von Frau zu Frau und von Situation zu Situation unterschiedlich. Jedoch gilt allgemein, dass verschiedene Hormone freigesetzt werden, die gegensätzlich wirken können. Das bedeutet also, die einen erleben nach dem Orgasmus noch mehr Lust und wollen direkt weitermachen. Die anderen kuscheln sich lieber hin und mögen einschlafen. Kommen wir zum männlichen Orgasmus, der sich im Gegensatz zu den Frauen eher häufiger ähnelt. Jedoch variiert auch natürlich das Gefühl von Mann zu Mann. Bei dem männlichen Orgasmus wird mehr Prolaktin, also das Hormon Prolaktin, ausgeschüttet. Das bedeutet, dass die meisten Männer eher gemütlich hinterher sind. Genau genommen löst nämlich der Samenerguss diesen ganzen chemischen Reaktionen im Körper aus. Der Samenerguss allerdings ist nur eine körperliche Reaktion aus verschiedenen Muskelkontraktionen. Das Orgasmusgefühl findet hier oben im Kopf statt. Orgasmus und Ejakulation geschehen für gewöhnlich nur kurze Zeit voneinander getrennt. Und nach der Ausschüttung der Hormone, nach der Ejakulation, beginnt bei dem Mann die Refraktärzeit. Das bedeutet, er braucht seine 20 bis 30 Minuten, bis er wieder einsatzbereit ist. Weiter geht's mit den multiplen Orgasmen der Frau. Für viele ist es selbstverständlich, für andere kann es unerreichbar sein, gefühlt, mehrere Orgasmen hintereinander zu haben. Das hängt einfach mit den verschiedenen Orgasmustypen zusammen. Diese Tipps können aber dabei helfen, es zu erreichen. Mein erster Tipp ist der Tempowechsel. Nach dem ersten Orgasmus im selben Tempo weiterzumachen, ist häufig kontraproduktiv. Nehmt stattdessen das Tempo raus, berührt euch ganz vorsichtig, eventuell auch an anderen Regionen und steigert dann die Intensität langsam wieder. So gebt ihr dem Körper das Gefühl, dass er sich kurz ausruhen kann, ohne die Erregung abklingen zu lassen. Auch ein Stellungswechsel kann helfen, denn die Orgasmen unterscheiden sich nicht nur von Frau zu Frau, sondern auch von Stellung zu Stellung. Die Stimulation ist zum Beispiel bei dem Doggy-Style eine ganz andere als bei der Missionarstellung. Bei den lieben Männern ist die Sache mit den multiplen Orgasmen etwas komplizierter. Das liegt an der Verbindung zwischen dem Samenerguss und dem Höhepunkt. Denn erst wenn diese beiden Teile voneinander getrennt werden, ist ein multipler Orgasmus beim Mann möglich. Mit diesen Tipps und etwas Training wird es hoffentlich klappen. Das A und O ist hierfür natürlich, Überraschung, Überraschung, ein Training des Beckenbodens. Wenn ihr Männer also mehrmals euren Beckenboden anspannt, die Spannung aufbaut, die es auch braucht, um zum Beispiel Urin aufzuhalten, könnt ihr ihn immer wieder mit loslassen und anspannen. Wenn ihr nun gut im Training seid, könnt ihr einen Schritt weitergehen und versuchen, euren Beckenboden für mindestens 10 Sekunden direkt beim Sex anzuspannen. Und zwar genau an dem Zeitpunkt, wenn ihr merkt, dass der Orgasmus kurz bevorsteht. So könnt ihr Samenerguss und Höhepunkt voneinander trennen und trotzdem den Orgasmus erleben und vor allem danach direkt weitermachen. Das klingt erstmal einfach, bedarf aber etwas Übung und ist vor allem eine bewährte Technik, um multiple Orgasmen zu erreichen.
Dann gibt es noch die Start-Stopp-Technik, um den Samenerguss besser zu kontrollieren. Hier wird einfach die Stimulation kurz vor dem Samenerguss abrupt unterbrochen und erst später wieder fortgeführt. Und zu guter Letzt gibt es noch den Yen-Mo-Punkt, der direkt zwischen Peniswurzel und Anus im Beckenboden des Mannes liegt. Durch das Drücken mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger dieses Punktes kurz vor dem Samenerguss könnt ihr diesen verhindern und trotzdem einen Orgasmus. Natürlich gibt es auch passende Toys, um einen multiplen Orgasmus zu erleben. Für Frauen eignet sich hierfür natürlich der Womanizer, da sich der ausschließlich um die Klitoris kümmert, ohne sie zu überreizen. Für das Beckenbodentraining der Frau eignen sich natürlich Liebeskugeln. Für das Beckenbodentraining der Männer gibt es leider keine passenden Toys, aber verschiedene Masturbatoren können zum Beispiel beim Start-Stopp-Training helfen und somit zu mehr Ausdauer beitragen. Unser Fazit dieser ganzen Geschichte: Multiple Orgasmen sind kein Mythos. Jeder kann sie erleben, wenn er denn möchte, egal ob Mann oder Frau. Grundsätzlich gilt natürlich aber, dass ihr alle Spaß dran haben sollt, dass auch ein einzelner Orgasmus ganz wunderbar, intensiv und großartig verbindend sein kann. Und ihr macht das Beste draus, wenn ihr Lust dazu habt. Bis bald!